Hey ho und willkommen zurück zu Crusader Kings 3 mit dem Hause von Hohenzollern. Und hier sehen wir es noch einmal, die wunderschöne, ja, zurückgezogene Siedlung und das wunderschöne Bauernhaus, in dem sich Christopher von Schwaben und seine überaus geliebte Frau Hildeburg von Huboldingen zurückgezogen haben. Er hat das Herzogtum aufgegeben, hat es quasi, wie es das Vermächtnis verlangt, wie es das Erbfolgerecht verlangt, weitergegeben. Und nun findet er sich dort auf seine ganz eigene Art und Weise. Wir können einmal ein bisschen reingucken, wie er sich jetzt in den letzten 3 Jahren gemacht hat. Hat sich nicht viel verändert, ehrlich gesagt. Die Werte sind noch ein bisschen zurückgegangen, hat sich noch ein bisschen mehr, ja, halt aus der Öffentlichkeit noch mehr zurückgezogen, könnte man sagen. Also nichts Neues, und er wird hier auch diese Grafschaft nach wie vor bekommen, sobald ich das einrichten kann. Ja, wir müssen weiterhin darauf achten, dass wir sehr, sehr starke Fraktionen gegen uns haben könnten. Ich habe ein bisschen geschaut, ob ich da was verbessern kann, aber aufgrund dessen, dass ich ein Kind bin, geht es leider einfach nicht. Der Lehnsherr hat den Krieg gewonnen und nimmt hier Prinz, Prinz Balduin, doch Prinz Balduin von Lothringen gefangen. Und wird ihm wahrscheinlich da was entziehen. Oder hat ihn schon was entzogen? Das kann auch gut sein. Er hat auf jeden Fall hier ja ein sehr, sehr mächtiges Königreich mit gerade mal 9 Jahren. Also wenn der noch ein paar Werte bekommt, dann hat er bestimmt 8, 9, vielleicht gar 10.000 Mann unter sich. Mal schauen, ob man das nicht irgendwann zum eigenen Nutzen auch, ja, verwenden kann gegen ihn. Denn wir haben einen großen Intrigewert. Und die Hälfte vom Königreich liegt tatsächlich in unserer Hand. Mit ganz Schwaben und einigen Teilen hier im Norden und Süden. Also Niederlothringen eben. Und da ist viel, viel möglich. Wir lassen die Zeit weiterlaufen. Ich habe hier noch eine Entscheidung gesehen. Wir könnten Siegfried streicheln. Das wird ihm wieder erklärt. Ich wollte die Hauptprovinz noch verlegen. Ach, guck mal, weil er sich wieder verweigert, etwas... es ist derselbe Krieg noch einmal, nur dass diesmal nicht um mehrere Grafschaften geht, sondern nur noch um einen Bouillon. Der sollte wahrscheinlich entzogen werden, und Prinz Balduin hat sich dagegen gewehrt, was ich ein bisschen absurd finde mit 4 Jahren, aber naja, hat aber gar keine Chance, diesen Krieg jetzt zu gewinnen, wird sehr, sehr schnell vorbei sein, ja. Was wollte ich sagen? Ach so, wir können unseren Hund einmal streicheln, und das werden wir noch tun. Es wird Zeit, tief durchzuatmen und nach meinen vierbeinigen Gefährten Siegfried zu suchen. Manche Leute meinen, Hunde wären niedere Kreaturen, doch ganz gleich, wie schwer das Leben auch sein mag, ich weiß, dass Siegfried immer für mich da sein wird. Wieder ein bisschen Anspannung. Ich komme nach draußen, wo Siegfried gerade mit ein paar Kindern spielt. Als der Hund mich sieht, springt er mit wedelndem Schwanz zu mir herüber, und als ich mich niederknie, lässt er sich prompt auf den Rücken fallen. Ich verbringe viele Minuten damit, ihm den schwarzen Bauch zu streicheln. Es ist lange her, dass ich mich so entspannt gefühlt habe. Hier übrigens irgendwie so ein Handschuh an auf einer Seite, fällt mir immer wieder auf. Ah, seltsame Sache, vielleicht ein kultureller Ort, wer weiß. Gut. Dann lassen wir das hier weiterlaufen. Können wir mal auf 5 gehen, weil es passiert gerade nicht so viel. Oha, okay, passiert jetzt wieder was. Meine Tante Halviva wurde gefangen genommen während der Belagerung von Brixen. Brixen wurde nun gefangen genommen, und meine Großmutter ist im Kerker und hat nun hier auch ihre Grafschaft verloren. Das richtig sehe. Brixen jetzt in Hand, ja, komplett Tirol ist in der Hand von Herzogin Ida, die exkommuniziert ist. Ja. Würden hier einen Anspruch erbitten, würde sogar angenommen werden, wenn wir genug Frömmigkeit hätten. Das wäre vielleicht irgendwann mal so eine Sache, die man umsetzen kann und der Familie zurückgeben können, denn es ist nun mal unsere Mutter, auch wenn die komische Dinge macht mit der Hochzeit da. Naja, weiß nicht, wie das zustande kommt. Also vielleicht wollte man sich da auch intern irgendwie, ich weiß nicht, festigen oder so. So, Hauptsitz wird nun verlegt nach Köln. Ups, dort ist nun der Hauptsitz, und Zollern wird abgegeben an unseren Großvater. Kann ich das hier schon machen? Okay, dann machen wir es auf die einfache Art und Weise. Und hier drauf, und du bekommst nun Zollern wieder zurück. Sehr schön. Wird auch direkt wieder 87 Mann. Wir haben einiges verloren, weil das eine sehr starke Provinz ist, aber nun gut. Damit haben wir auch automatisch ein Bündnis geschmiedet, der nun ein Herrscher wieder ist. Ich reite geradeaus. Mein Hund Siegfried neben mir, als er plötzlich ins Dickicht davonläuft. Mein Gefolge versichert mir, dass er wieder zurückkommen wird. Doch was
Wenn nicht, wir sind feige, reizend und gefühllos. Ich werde geduldig sein, weil wir sind gefühllos. Hoffen wir, dass er wiederkommt. Wie gewonnen, so zerronnen. Solange ich auch warte, Siegfried kehrt nicht zurück. Als wir zurückreiten, bricht mir die Leere neben meinem Pferd schier das Herz. Warum hast du mich verlassen, Siegfried? Ja, vielleicht, wer weiß, was da passiert ist. Eine Abreibung. Ihr dummes, kleines Mistbalk. Warum kommt ihr mir immer in die Quere? Ich werde euch eine Lektion erteilen, verkündet Bernhard und greift zu einem Schlegel in der Nähe. Was habe ich denn falsch gemacht? Ich wollte doch nur sehen, was Bernhard kommt. Doch Bernhard kommt rasch näher, den Knüppel hoch erhoben. Hilfe! Wenn ihr irgendwem erzählt, wer euch das angetan hat, sorge ich für euren Tod, grinst er. Oha! Unser Ratsspitzel und unser Vasall droht uns da enorm, Graf Bernhard von Nanzig. Wie können Menschen nur so grausam sein? Oder gibt, ich muss immer auf der Hut sein. Wir könnten paranoid werden oder wir werden schüchtern. Ja. Ich glaube, er wird immer auf der Hut sein, oder? Ich glaube, dass er im Grunde sich erst auf den... Ich tendiere zum Zweiteren. Man könnte natürlich würfeln. Ich finde das irgendwie nicht ganz so passen. Wie können Menschen nur so grausam sein? Er wird halt von seinen Untertanen in der Öffentlichkeit wohl zur Sau gemacht und wird da sogar verprügelt. Und man muss immer auf der Hut sein, würde ich sagen. Herr Paranoid. Die Entdeckung. Am Ende des neuesten Berichts des Ratsspitzes Bernhard mir erstattet, hält er kurz inne. Es gibt da etwas, das ihr erfahren müsst. Offenbar steht da mein Ritter im Fokus. Witschan und Adelaide haben eine außereheliche Affäre. Ja, der uns gerade noch verprügelt hat, ne? Wenn ich nicht wüsste, dass das wahr ist. Beckern und Adelaide, allein der Gedanke daran ist verstörend. Okay, ist eine 59-jährige Dame und ein Ritter von uns im Alter von 19 Jahren, ja. Mein Gott. Die Großmutter wurde freigelassen, hat aber halt keinen Besitztum mehr. Können wir die einladen an unseren Hof? Verdammt, warte mal. Mutter und deren Mutter. So. An den Hof einladen, nimmt sie an. Schön. Lieb quasi zu uns. So stelle ich mir das vor. Wir haben 369 Gold und ich glaube fast, bevor ich irgendwas groß ausbaue, werde ich hier unser Kriegsvolk nochmal ein wenig weiter ausbauen. Denn das könnte durchaus wichtig werden, wenn man in solcher Machtposition steckt. Hm? Muss man mal dazu sagen. So, sind 14 Jahre alt. Können wir denn irgendwas Schönes machen? Können wir denn nochmal ein Spieltreffen machen? Ach, jetzt sogar schon. Im Dezember, dann werden wir das auch nochmal probieren. Ihr habt einen Anspruch auf das Fürstbistum von Münster bekommen. Müsste auch hier in der Ecke sein. Wo ist denn Münster? Münster? Ach, hier. Ah, ich hab's einfach nicht gesehen. Dortmund, ja, Dortmund hier irgendwo, hier muss es ja sein. Aber gut. Im Dezember. Können wir das machen? Das ist jetzt auch gleich. Dann werden wir nochmal ein Spieletreff veranstalten. Warum nicht? Verstorben. Unser Ratsmitglied Regina ist verstorben. Das ist natürlich schade. Ein sehr treuer Vasall, der dort gestorben ist. Nun geerbt hat seinen Sohn Graf Stefan. Und wisst ihr was? Bernhard, der möchte mir drohen. Er wird uns entlassen. Und sein Sohn von Graf Regina kommt hier in den Rat. Unser Ratskanzler ist raus. Tja, ich hätte fast sagen, wir könnten unseren Großvater da einsetzen, aber er ist zurückgezogen, ist auch wieder Quatsch, ne? Wir könnten hier jemanden aus Bonn direkt aus unserer Nähe einsetzen. Ein Baron, nee, ein Bürgermeister, okay. Ratskämmerer. Er mag uns auch nicht, ne? Er ist auch exkommuniziert, ist eigentlich auch kein Thema, ne? War nicht gut aus, wenn man so jemanden in den Rat holt. Mehr hier nach Stärke. Ja. Er ist ja schon unser Ratskämmerer. Eigentlich muss der auch fliegen. Wir nehmen den Bürgermeister. Gibt es einen besseren Kämmerer als ihn bestimmt, oder? Also eine Bürgermeisterin oder Graf im Vogtland. Weit weg von uns. Die könnten wir dazu weisen. 100, ne? Oh, ja. Ist ein Rad geworfen.
Weil können ja jemanden Exkommunizierten da nicht an der Macht lassen, das geht nicht. Ja, ich rieche hier Probleme, früher oder später. Ja, ich sag, wie es ist. Deswegen gut, dass wir Flannen an unserer Seite haben, sonst wäre das hier, glaube ich, eine ganz andere Angelegenheit. Eine Fraktion hat sich aufgelöst, das ist gut. Die Graf Christopher von Zorn auf... Ach so, man wollte unseren Großvater hier in die Macht bringen, okay. Ja, die andere lebt aber noch, die andere Fraktion. Die hat sich auch aufgelöst. Ne, hier ist sie, okay. Herzog. Ah, aber das ist gegen unseren Lehns, ja nicht gegen uns. Das sind aktuell alle Fraktionen, da gibt es keine. Ist schon mal gut. Ja, keine Fraktion gegen sich haben, ist immer in Ordnung. Das Spieltreffen versäumt, ne? Werden wir denn... Der August, ja, könnte man fast noch schaffen. Willkommen. So. Vater, Mutter, Kind noch einmal. Ja, werden wir uns wieder durchsetzen, ne, würde ich sagen. Wir könnten für Richara schwärmen. Ja, warum nicht, ne? Grobes Spiel. Ich dachte, Adela, Tochter und Erbin von meinem Vasall Graf Norbert und das Bauernskind täten nur so, als würden sie kämpfen, doch plötzlich war da Blut auf dem Boden. Adela sackte mit einem Grunzen zusammen und der Bauer über ihr setzt zu einem neuen Angriff an. Okay. Wir sind natürlich auch in unseren jungen Jahren ein genialer Kämpfer mit 14 Kampfgeschick. Das finde ich das Alter sehr, sehr, sehr gut. Ich werde sie retten. Bitte, ich brauche Hilfe, aber wir sind feige. Das Retten eigentlich kein Ding. Ich werde vielleicht gefühllos. Und sie auch penetrieren, ne? Also nicht penetrieren, aber wisst, was ich meine? Schikanieren vielleicht, ja? Ja, dann vielleicht diese Entscheidung, ne? Ja, ist ein Gefühl los. Dann machen wir sie auch runter. Und nochmal klettern, diesmal wieder mit Adela. Sie zeigt uns da etwas. Sie ist verletzt übrigens. Tja, ich würde nochmal fast sagen, nicht klein Bein geben, ne? Du hast das ja schon mal bewiesen. Wieder eine Achtjährige. Das haben wir sie erst fertig gemacht mit 15 Jahren gegen eine Achtjährige. Und jetzt lassen wir uns von ihr bloßstellen. Nein, ich glaube nicht. Auch wenn das Anspannung bringt, wenn wir feige sind. Wir stürzen böse ab und werden verwundet. Oha, das habe ich nicht erwartet. Es tat gut, eine Weile lang alle Verantwortung zu vergessen und Zeit mehr an anderen Kindern zu verbringen. Wir hatten alle so viel Spaß. Hoffentlich können wir das bald wieder tun. Aber wir sind verwundet. Wir brauchen dringend einen Hofarzt dafür. Wir haben übrigens, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, einen Hofantiquar, der sich halt um unsere Sachen kümmert hier. Wir könnten übrigens einen Seneschall einstellen. In diesem Fall gibt es da nicht die allerbesten. Unsere Großmutter könnten wir da einstellen. Warum nicht? Die ist, weiß auf jeden Fall, wie man Ländereien verwalten kann. Und wir könnten einen Hoftutor noch einstellen. Aber vielleicht einen Leibwächter? Nee. Keine gute Meinung zu dem persönlichen Streiter. Auch keine gute Meinung zu denen. Alles Quatsch. Dann vielleicht noch ein Huftutor. Auch nicht so besonders, ne? Bauernanführer? Ja, ich weiß ja nicht. Dann lassen wir das. Ja, gucken wir gleich mal. Was wollte ich gerade tun? Verdammt. Spät. Ach so. Hofärztin. Hofarzt. Was auch immer. Das machen wir. Außerdem werden wir bald erwachsen, das ist echt nicht mehr lange hin. Am 7. August werden wir erwachsen, das ist nur noch gut 3 Monate. Deswegen werden wir mal ein Artefakt in Auftrag geben. Und einmal vorlesen, was da steht. Buch? Nicht. Müssen wir einmal wegmachen. Artefakt. Was bringt es schon, Herzog zu sein, wenn ich nichts Schönes zum Zeigen habe? Ein neues Schwert wäre doch nett oder vielleicht eine Brosche? Wir werden einen örtlichen Kunsthandwerker finanzieren. Und zwar tatsächlich für eine Krone. Da wir ja hier doppelter Herzog sind, müssen wir uns auch zeigen. Auch wenn wir feige sind. Aber ne, nach außen hin, ein bisschen arrogant kann man natürlich immer sein. Ein bisschen Arroganz ist auch immer gesund. Wir sind gefühllos, außerdem paranoid. Ja. Wieder ein interessanter Charakter, wie ich finde. Was war da laufen? Passiert erstmal nichts. Hofarzt. Uns wird angeboten. Zwei verschiedene Personen. Einmal Wildtrud wird uns angeboten. Okay. Ist gebildet und kann gut verwalten. Sie ist schüchtern, maßvoll und treuherzig. Ne? Und hier wird uns noch immer angeboten Heinrich von Wippra. Der ist ehrgeizig, eigenwillig und mitfühlend. Beides jetzt nicht so wirkliche Kracher, ne? Wenn wir ehrlich sind.
Wir mal schauen, ob es da jemanden an unseren Reihen noch gäbe für den Hofarzt. Aktuell ist es Humbert mit 14. Das ist, glaube ich, noch aus den Vorgängerzeiten. Aber sonst gibt es da auch keinen, ne? Alles nicht so der Rede wert. Ne, dann lassen wir es dabei. Dann bleibt Hubert, unser Bischof, einfach Hofarzt. So, schon Juni. Wir warten auf die Kronjuwelen, aber bisher kommt da nichts, ne? Heinrich von Babenbeck hat den Kerker verlassen. Okay. Unser Onkel wurde freigelassen. Übrigens Krieg erklären gegen den Kaiser von Franzien um Langres. Wo immer sich das wieder befindet. Naja, da. Aber es ist jetzt auch erstmal nicht der Rede wert. Vor allem ist das ein Krieg, den können wir einfach aktuell nicht gewinnen. Der Quatsch. So, Juli, wir werden gleich erwachsen. Hoffen wir, dass wir die verwundenden Status schnell ablegen können. Und wir werden erwachsen. Auch mit der Klinge in der Hand. Okay. Mhm. Mit der Hilfe von Graf Pepe habe ich meine Studien in Sachen Kriegskunst abgeschlossen. Obgleich die höchsten Sphären des Themas mir verborgen bleiben, habe ich mich doch recht gut geschlagen. Als ich meine ersten Schritte in der Welt der Erwachsenen tue, erinnere ich mich zurück an einige Menschen, die einen enormen Einfluss darauf hatten, wie ich heute bin. Ich hatte unvergessliche Momente mit Richara. Sie hat mir geholfen, mich und die Liebe wirklich zu verstehen. Die Dinge, die mir Gerhard als Kind angetan hat, nagen noch an mir und wenn ich ihn nicht sehe... Und wenn ich ihn sehe, ist es vorbei mit meiner guten Laune. Ob Adela wohl noch weiß, was ich angetan habe, als wir noch klein waren? Naja, interessante Sachen, ne? Wie sich so ergeben haben. Mit Chara, ne? Können wir ja mal anpillen. Die haben ja auch Interesse an ihr. Die ist übrigens auch feige, aber ehrgeizig und neugierig. Auch interessant. Adela, die haben wir ja hier massakriert ohne Ende. Mhm. Und Gerhard, den hassen wir. Wir mögen ihn gar nicht. Ist direkt bei uns in der Gegend. Wir werden ein fähiger Taktiker, was gar nicht schlecht ist. Pepe ist nicht weiter unser Vormund, aber wir werden nie vergessen, was wir mit Richard hatten. Kriegen plus 20 Meinung und bei den anderen ein bisschen Minus. Wir verlieren reizend und ja, sind dementsprechend nun erwachsen. Können hier die Hochzeit gleich durch umsetzen. Können wir das eigentlich schon machen? Ach, wir sind automatisch verheiratet. Dann wird es auch gleich fällig werden, dass wir an den Vater, an Herzog Arnulf von Flandern, 100 Gold als Mitgift versenden, da wir hier die Hochzeitskosten zahlen. Upp, und das ist dann weg. Und ja, wir sind weiterhin verwundet. Fähiger Taktiker ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir sind weiterhin, also wir diplomatisch sind wir nicht gut und das merken wir auch. Also viele hier in diesen Reihen mögen uns nicht. Wir sind gefühllos. Dietmar wird oft herzlos und kaltblütig genannt und steht den meisten Dingen gleichgültig gegenüber. Ja, wir sind feige. Dietmar mag es überhaupt nicht, herausgefordert oder eingeschüchtert zu werden. Und wir sind paranoid. Dietmar sieht sich ständig von Feinden umringt. Das ist schon krass. Also sehr, sehr viel mit ja, interaktiv mit anderen. Ich würde es so interpretieren, dass er, ja, wie es hier auch steht, sich von niemandem viel sagen lässt. Also es ist nicht arrogant, aber er behält gerne die Oberhand in allen Dingen, ja, die irgendwie andere betreffen. Auch wenn er feige ist, er lässt auch lieber andere in den Krieg ziehen, er lässt lieber andere machen. Also er wird, auch wenn er ein guter Kämpfer eigentlich ist, nicht viel mit in Schlachten drin stehen und da versuchen irgendwie, ja, mitzuwirken. Das ist er einfach nicht. Ansonsten, ja, durchaus begabt und vor allem ein sehr großer, starker Intrigenspinner, was wir natürlich auch im Hinterkopf behalten können. Ja. Schauen wir mal, welchen Fokus wir vielleicht hier vergeben. Uns vorgeschlagen wird natürlich Kriegsführung, weil wir eben hier kriegerisch Ausbildung haben. Wir könnten überlegen, ob wir vielleicht einen Aufseher machen. Das könnte vielleicht ganz gut passen. Natürlich erschrecken. Ne? Wir möchten Oberhand behalten. Wir könnten dadurch auch sowas bekommen wie Festungsstufen. Harte Herrschaft. Ja, Fraktionen werden weniger schnell gebildet. Vorbereitete Einberufung, das heißt, wir können auch dafür sorgen, dass wir schneller und mehr Truppen bekommen. Absolute Kontrolle bis hin zum Aufseher, wo wir dann halt einfach wirklich, ja, Führung, eine feste Hand und Autorität sorgen dafür, dass Widrigkeiten ordentlich beseitigt werden. Ich finde, das passt ziemlich gut. Dann gehen wir auf Schwerpunkt Strategie, Autorität oder Ritterlichkeit. Ich würde sagen Autorität. Herrscher heißt, alle Aspekte eines Reiches in Einklang zu bringen und zusammenarbeiten zu lassen. Wir nehmen das. Kriegen so Kontrollzuwachs dazu, was uns gerade auch sehr, sehr hilft. Passt also auch sehr, sehr
Gut. Hochzeitsfeierlichkeiten. Das Reich erwartet, dass ich zu Ehren meiner Hochzeit mit Herzogin Margarita eine angemessen extravagante Hochzeitsfeier ausrichte. Ich bin durchaus berechtigt, hierfür eine Zusatzsteuer zu erheben, doch das könnte während einer so freudigen Zeit geschmacklos wirken. Ja, aber er ist so ein kleiner Intrigenspinner. Wenn er da was auspressen kann an der Bevölkerung, kann ich mir vorstellen, dass er das tut. Gefühllos, ne? Also hat er nicht viel Mitgefühl mit den Bauern, die da vielleicht aufgrund von Nahrungsmangel, aufgrund von, wie soll ich sagen, ne, wenig Geld, verhungern oder so. Natürlich werde ich es erheben. Ich denke schon, warum nicht? Das Geld nehmen wir mit. Ich kann ein Bündnis mit Graf Pepe machen, machen wir auch. Nicht gut. Dann haben wir hier interne Sachen auch mehr abgeregelt, als es eh schon ist. Ja, und hier die Kronjuwelen sind noch in Macharbeit. Das dauert offensichtlich noch ein bisschen. Naja, das müssen wir wohl hinnehmen. So, Inspiration. Schöpferische Leitung. Herr, die Arbeit an eurem kostbaren Artefakt kommt gut voran. Mein Begünstigter Erich scheint heute besonders gute Laune zu haben. Ich kann noch nichts versprechen, aber wenn es mir gelingt, ein wahres Meisterwerk zu erschaffen, welcher Gedanke soll mir dann in die Hand führen? Soll mir dann die Hand führen, ja. Dass meinen ganzen Hof beeindrucken soll, dass meine Vasallen beeindrucken soll, dass alle Herrscher eifersüchtig auf mich sind. Das ist mir vollkommen einerlei. Ja, aber ich wundere, sieht schon böse aus, auf Verhalt nicht so schnell. Tja, wir wollen halt, dass wir möglichst keine Feinde haben oder dass die Leute uns respektieren. Wir möchten nicht herausgefordert werden. Also vielleicht die, dass alle Herrscher eifersüchtig sind und meinen ganzen Hof beeindrucken soll. Ja, eifersüchtig vielleicht nicht. Ich will alle beeindrucken. Ja, die Vasallen möchte ich beeindrucken. All meine Untertanen, dass sie nicht rebellieren, denn das kann durchaus passieren. So, die beiden, sie ist lüstern, sprunghaft und auch gefühllos. Fleischliche Gelüste lodern tief im Herzen von Margarita. Margarita entscheidet sich ständig in allem um, was ihr Verhalten schwierig vorherzusagen macht. Und sie ist gefühllos, ist genauso kaltblütig und herzlos wie wir. Gut, dann verstehen wir uns doch, würde ich sagen. Wir haben hier ein Artefakt, das könnten wir anlegen. Und zwar haben wir das Horn einer Sagengestalt, das hier auch nochmal die Fruchtbarkeit und die Meinung zu unserer Frau ein bisschen verbessern. Ich stelle mir das vor wie so ein kleines Hochzeitsgeschenk ihr gegenüber. Ja, mein neues Haus überhaupt. Denn Christopher von Hohenzollern ist verstorben. Er ist im Alter von 55 Jahren nun verstorben und trank sich ebenfalls zu Tode. Gut. Auch das wieder natürlich eine Angelegenheit, ne? Wieder eine Trinkerei, wieder hier auch appetitlos und trunken wollte unsere Großmutter, aber der Hauptsitz der Hohenzollern liegt nun wieder in unserer Hand und wir können ihn sogar rein formal halten, kommen damit auf fast 4000 Mann, was sehr, sehr stark ist im Vergleich. Unser Lehnsherz 6,5 hat aber ein Bündnis mit der Normandie, die auch sehr, sehr mächtig sind, muss man mal dazu sagen. Nun gut, respektieren wir erstmal und hoffen, dass die Wunde hier mal verheilt. Wir könnten zur Hochzeitsfeierlichkeit auch noch ein Festmahl veranstalten. Warum nicht? Die Gäste sind in der großen Halle versammelt. Edle Leute von nah und fern. Die Stimmung ist prächtig und alle sind guter Laune, als das Festmahl beginnt. Willkommen, meine Freunde. Es geht nochmal um die Inspiration. Hier übrigens wieder jemand exkommuniziert worden. Okay. Dithmarschen, das ist aber weit weg von uns, ne? Die Unentschlossenheit in Person. Ich laufe einen sehr grimmig dreinblickenden Erich in die Arme, mein Kunstschmied, und ich hoffe, dass er keine schlechten Nachrichten hinsichtlich der vorzüglichen Arbeit hat, die bald fertig sein sollte. Oh, da seid ihr ja, Lehnsherr, es gibt da einen Stolperstein. Aber nichts Großes. Meine Einfälle sind abgetaucht, als der Druck immer größer wurde, dachte er nervös auf. Ich brauche nur mehr Inspiration, mächtiger Herzog. Hättet ihr vielleicht eine Vorlage, die ich in Augenschein nehmen könnte? Auf zur großen Halle? Oder wahre Inspiration kommt von innen? Wie auf zur großen Halle. Ja, guck mal, was das bringt. Raus mit dem alten Kram. Ich führe Erich durch meine große Halle und bin sehr stolz auf den Luxus und die diversen Reichtümer, die dort zur Schau gestellt werden. Wildrud hat darauf bestanden, uns zu begleiten und sieht den Vorgängen aus dem gebührenden Abstand zu. Sie zuckt jedes Mal zusammen, wenn ein Gegenstand falsch behandelt oder benannt wird. Er macht ein paar Runden durch den Raum und dann ganz niedergeschlagen zu mir zurückzukehren. Lehnsherr, hier ist nichts, was mir ins Auge fallen würde. Gibt es denn sonst nichts anderes?
Okay, sie ist unsere Hofantiquitarin, die sich darum kümmert, eine Vertrauensperson. Indem sie ihre Widrigkeiten mit einem engen Vertrauten teilt, ist es ihr gelungen, ihr Leben viel besser in den Griff zu bekommen, als sie das alleine je könnte. Okay, da muss es doch irgendwo noch irgendein Schrott herumliegen, könnten wir sagen. Wir können sagen, Wildrut, irgendwelche Vorschläge oder was für eine Zeitverschwendung. Ja. Muss doch irgendwo. Nee, irgendein Schrott nicht. Er will die Leute ja beeindrucken, ne? Seine Vasallen auch beeindrucken. Da wird er nicht irgendeinen Schrott anhimmeln. Irgendwelche Vorschläge können wir fragen. Sie ist ja unsere Hofantiquitarin und, tja. Zeitverschwendung. Ich werde würfeln zwischen den zweiteren und den letzteren mit einem B6. Würfel ein 4. Also, was für eine Zeitverschwendung wird hier geäußert? Pferde stehlen. Das Essen war in vollem Gange und es war auch schon viel zu viel getrunken worden, als Graf Volkmar entschied, dass es an der Zeit sei, ein wenig zu reiten. Meine Ställe waren längst verschlossen, doch mit ein wenig Hilfe von Baron Johann zog Volkmar schon bald an der Spitze einer Gruppe eifriger Reiter in die Halle ein. Niemand hatte meine Tiere auch nur ansatzweise im Griff und es gab viel Gelächter, Gefluche und gebrochene Knochen, als Männer und Frauen von Pferden fielen, die in der Halle umherwanderten. Die anderen Kreaturen im Stall kamen nicht viel leichter davon und eine Ziege brach unter dem Gewicht der Bürgermeisterin Wulfriede schier zusammen. Okay. Oh je, Stalljunge, rettet diese Leute vor sich selbst. Wir bekommen ein lebendiges Festmahl. Das Festmahl endet. Meine Gäste gehen nach Hause, allesamt in bester Stimmung. Dieses Fest hat uns einander näher gebracht und wir können noch Jahre über die Eskapaden der tollkühnen Bande von Volkmar reden. Hier auch unser Ratsmarschall. Er ist unser Ratsmarschall? Warte mal, echt mit 8? Muss man echt mal gucken, ob es da nicht bessere Optionen gibt. Warum ist es denn nicht mehr Baron Johann? Volkmar? Hm. Sind denn andere Sachen, wo du gut rum bist? Ja. Du könntest hier. Ich habe den ersten. Nee, warte mal. Aber ich hatte doch Johann da dran. Warum? Habe ich das wieder verändert? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ups. Eine Frage der Loyalität. Meine Gemahlin, Herzog Margarete, erwartet ein Kind und sollte überglücklich sein. Allerdings verhält sie sich in letzter Zeit merkwürdig und das Gefühl, ich werde das Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmt. Ich war schon immer besorgt, dass ihr unersättlicher Appetit sich nicht nur auf Speisen bezieht und zudem nicht nur auf mich. Wird das Kind einem anderen gehören? Sie muss es mir verraten. Ich werde dieser Sache diskret nachgehen oder ich muss der Vater sein, ganz gewiss. Wir sind paranoid. Wir fühlen uns umringt, wir sind aber auch feige. Ja, ich würde aber sagen, wir gehen der Sache nach. Gucken wir mal, mit wem sie sonst noch so verkehrt. Unbegründeter Verdacht. Offenbar waren meine Befürchtungen unbegründet. Trotz aller Bemühungen meiner Spione fand ich keinerlei Hinweise darauf, dass Herzog Margarete untreu war. Leider hat sie von meinem Verdacht Wind bekommen und ist nun höchst enttäuscht von mir. Das ist natürlich doof. Natürlich habe ich euch die ganze Zeit über vertraut, mein Schatz. Verdient eine Meinung über uns, aber gut, dann. Das muss sich halt verbessern noch, ne? Mal wie es ist. Wir finden hier auch. Ein Hausmitglied wird angegriffen, da gucken wir mal sofort. Liebesdinge machen. Ja. Können wir vielleicht auch bei der nächsten Folge. Wir gucken uns einmal noch an, wer hier angegriffen wird. Unser Hausmitglied König Hubold von Königreich Pommern wird angegriffen. Okay, er führt einen Verteidigungskrieg um eine Grafschaft. Er hat hier mittlerweile so ein, was ist das, ein Pilgerhut oder sowas auf. Ganz, ganz wild hier in Pommern. Aber in Ordnung. Kann er den Krieg denn gewinnen? Ah, ist eine enge Angelegenheit. Nein, nicht wirklich. Eigentlich muss er das klar und deutlich verlieren. Er hat einfach keine Verbündeten. Hat ja aber Nachkommen. Hat einen Sohn. Und dann muss er dann mal auch Bündnisse schließen. Dann kann er das durchaus verteidigen. Wenn wir uns nicht einmischen. Gut, ich würde sagen, das war's wieder bis hierher. Dietmar ist inzwischen erwachsen geworden und seine Frau ist sogar schwanger. Vielleicht gibt es dann in der nächsten Folge auch direkt ein Erben für diesen beiden Herzogtümer. Es kann natürlich auch passieren, wenn man zwei männliche Erben hat, dass, oder zwei, nur zwei weibliche, das geht natürlich auch, dass hier die beiden Herzogtümer bei einer Erbfolge auseinanderscheiden. Das heißt, dann haben wir zwei Herzöge von Hohenzollern hier innerhalb des Reiches. Und da fällt mir noch eine Sache ein, die muss ich jetzt gerade noch einbauen. Da habe ich einfach nicht dran gedacht. Wir müssen uns einmal noch anschauen, wer hier gewählt wird.
uns mal an. Auf Rang 1 ist gerade Herzog Ulderich von Kärnten. Ein sehr talentierter Mann, sehr gebildet. Dann hat man hier Prinz Matthias, Prinz Heinrich. Aus unserer Nachbarschaft wäre da jemand. Die 3 Stimmen, 7 Stimmen hier. Okay. Darf ich denn überhaupt mit abstimmen? Ich nicht, ne? Weil ich kein Kurfürst bin. Nun gut. Dann können wir leider keinen Einfluss darauf nehmen, aber wir behalten es im Hinterkopf, wer da gewählt wird. Das heißt, bis hierher und nicht weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und hau rein.